Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Macht und Ohnmacht im Kanzleramt. Was ein bisschen klingt wie ein Krimi, ist die reale Geschichte von Johannes Frischmann, seines Zeichens ehemaliger Pressesprecher von Sebastian Kurz. Und er hat auch harte Zeiten hinter sich. Er hat glorreiche Zeiten hinter sich, aber sehr harte. Und ist unter anderem auch einer, der als Beschuldigter in Ermittlungsverfahren geführt wird. Aber jetzt hat er eben ein neues Buch geschrieben und ich freue mich, ihn hier zu begrüßen zu können. Hallo. Danke für die Einladung. Schönen Abend. Johannes Frischmann, das ist ein Buch, wo Sie auch schreiben, dass es einerseits um Einblicke in die Politik geht, Einblicke auch von jemandem, und darauf legen Sie sehr viel Wert schon im Vorwort, von jemandem, der dabei war, im Unterschied zu anderen, die Bücher geschrieben haben und nicht dabei waren in diesem System, Sebastian Kurz, aber auch ein sehr persönliches Buch. Was war das Hauptanliegen, dieses Buch überhaupt zu schreiben? Ja, Sie haben es eigentlich ja schon zusammengefasst. Es sind drei Gründe. Das erste, eben, ich möchte meine Geschichte erzählen, so wie ich Sebastian Kurz die Arbeit innerhalb der ÖVP und im Regierungsteam im Kanzleramt miterlebt habe. Es gibt ja schon genügend Bücher und Dokumentationen, aber eben von Leuten, die nicht unmittelbar dabei waren. Das Zweite, glaube ich, auch wenn oft von Politikverdrossenheit gesprochen wird, glaube ich, ist schon bei allen politikinteressierten Menschen das Verlangen, da mal zu wissen, wie läuft es wirklich ab hinter den Kulissen. Also die Menschen haben ja auch oft immer nur dieses Setting, das sie sehen, oder Pressekonferenzen und öffentliche Statements, aber dahinter steckt ja ein enorm großer Prozess und ein Aufwand, um überhaupt politische Themen auf den Boden zu bringen und das medial auch umzusetzen. Und das Dritte ist natürlich, ich möchte mit meiner Geschichte den Menschen ein Gefühl geben, wie es sich anfühlt, wenn es um 6 Uhr morgens an der Hausglocke klingelt und man über Nacht Beschuldigter ist und es sich ja, von einem Schlag auf den anderen die Dinge ändern. Mhm. Jetzt haben Sie selbst angesprochen, Sie sind Beschuldigter in Ermittlungsverfahren. Es geht um den Vorwurf der Bestechlichkeit und um diese berühmten Beinschab-Tools, wo ja auch Ermittlungen gegen dieses Haus laufen, sage ich jetzt dazu, oder gegen Einzelne. Sie haben gesagt, oder Sie beschreiben das ziemlich deutlich, dass Sie in einem Tiefschlaf waren und plötzlich um 6 Uhr in der Früh wird Sturm geläutet. Gleichzeitig waren Sie aber nicht so überrascht, weil Sie sagen, die Medienbubble hätte Sie darauf angesprochen. Wir erinnern uns, es gab ja damals auch eine sehr sonderbare Pressekonferenz der damaligen ÖVP. Generalsekretärin, die gesagt hat, es ist nichts mehr zu finden. War das im Nachhinein alles clever? Also das Pressekonferenz damals war eine Entscheidung in der Partei. Mein Platz war im Kanzleramt. Ich war damals auch massiv damit eingespannt, die Steuerreform mit auf den Boden zu bringen, die ein paar Tage vor der Hausdurchsuchung noch präsentiert worden ist. Da gab es viele Verhandlungen. Was die Kommunikation betrifft, enorme Vorbereitungen gebraucht. Aber ja, was stimmt ist, dass auch ich, und so beschreibe ich es auch im Buch, schon Wochen vorher mehrfach, teilweise täglich oder fast täglich mit dieser Frage konfrontiert worden bin. Und natürlich stellt man sich die Frage, was ist da jetzt eigentlich los? Und ja, dann habe ich mir halt auch eine Nummer vom Anwalt rausgesucht und notiert. Jetzt gilt für Sie, so wie für alle anderen, natürlich die Unschuldsvermutung und diese ganzen Verfahren sind im Laufen, da ist ja noch gar nichts irgendwie effektiv rausgekommen, aber gleichzeitig muss man halt sagen, das Ganze ist ja auch durch einen ehemaligen Kollegen von Ihnen, Sie haben ja gemeinsam auch im Finanzministerium vor Sebastian Kurz zusammengearbeitet, also Sie kennen ihn gut, Thomas Schmidt, entstanden und dessen Handys und dessen Chats, und Sie kommen ja in diesen Chats auch vor und haben auch kommuniziert, jetzt jenseits von irgendwelchen strafrechtlichen Vorwürfen, weil das ist auch nicht der Platz, um sowas zu klären, der Journalismus. Haben Sie da in der Sache politische Fehler gemacht? Sie, Sebastian Kurz, andere? Oder Inszenierungsfehler? Was heißt Inszenierungsfehler? Ich glaube, es war in der Republik nach der Großen Koalition eine Sehnsucht nach Veränderung da.
Sie sind selbst in diesem Business tätig. Sie wissen, wie die Große Koalition in der Endphase gearbeitet hat. Wenn man sich anschaut, die Jahre 2015, 16, Anfang 17. Ich weiß aber auch, welche Rolle ihr da gespielt habt. Ja, mit ihr würde ich ein bisschen vorsichtig sein, weil ich bin ja erst 2017 dazugestoßen. Also ihr war jetzt als ÖVP gemeint. Ja, ja. Oder Türkis. Bin eben 2017 dazugestoßen. Ja, und Inszenierung. Ich glaube, eine klare, saubere Regierungskommunikation ist das Um und Auf, um auch, das ist auch die härteste Währung, das Vertrauen zu gewinnen in der Bevölkerung. Und das war genau das, was wir im Kanzleramt jeden Tag versucht haben, weil eben früher war es keine Regierungskommunikation, sondern permanente Krisenkommunikation. Da hat, egal welche Partei, ob jetzt ÖVP oder SPÖ, die haben sich einander nicht mehr getraut, aus welchen Gründen auch immer, das Vertrauen war weg. Und es war so fast so ein Stellungsmatch, wer ist besser, und Sie wissen es auch, da wurde ein Thema nach dem anderen hinausgespielt. Die Verhandlungen wurden nicht an einem Verhandlungstisch geführt, sondern wurden öffentlich breitgetreten und diskutiert. Und die Menschen hatten davon genug, und wir haben eben versucht, dann mit Türkis Blau das neu aufzubauen. Ich meinte aber jetzt nicht die berühmte Message Control, auf die kommen wir später zu sprechen, sondern eben einige in der ÖVP sagen, es war eine Hybris, die quasi die Partie rund um Sebastian Kurz und Sebastian Kurz selbst hatte. Jetzt sage ich der Fairness halber dazu, er ist sehr jung in diese ganzen Positionen gekommen, ihr werdet alle natürlich jung, und wurde sehr hofiert. Aber hat man sich da quasi eben in so eine Hybris hineinbegeben, dass diese ganzen Sachen, die in den Chats vorkommen, ich sage noch einmal, jenseits jeglichen strafrechtlichen Vorwurfs, überhaupt möglich waren? Hybrids, glaube ich, das, dem kann ich nicht zustimmen. Wahrscheinlich wird das ein oder andere SMS war vielleicht nicht richtig. Ich gehe natürlich auch am Ende des Buches darauf ein, dass auch ich sage, man hat jetzt nicht alles richtig gemacht und mir auch dafür entschuldigt. Ich glaube, es waren da Männer und Frauen am Werk, auch das mit dem Jungsein. Ja? Sebastian Kurz ist ein junger Politiker, aber das Team rundherum waren alles Leute, die mitten im Leben stehen, die Familien haben, die Kinder haben, die eine Ausbildung haben. Viele davon, die im Ausland Erfahrung gesammelt haben. Dass es dem einen oder anderen Altvorderen in der ÖVP vielleicht nicht gefallen hat, dass hier plötzlich die Partei anders positioniert wird, dass man neue Wege geht, dass man dann eben nicht jedes Mal ausgeschiedene Politiker um die Meinung fragt, damit sie auch hofiert werden. Das mag sein, aber ich glaube, im Grunde war das damals der richtige Weg, den man für Österreich gegangen ist. Und ich glaube, dass auch die Regierung damals gute Arbeit geleistet hat. Da haben Sie mir jetzt ein gutes Stichwort gegeben mit ehemaligen Politikern nicht immer um Rat fragen, weil Sie beschreiben natürlich auch so Schlüsselmomente in Ihrer Zeit im Kanzleramt. Und ein Schlüsselmoment war natürlich das Ibiza-Video. Und was dazu geführt hat, dass es da Neuwahlen gegeben hat. Und da beschreiben Sie, dass Sie eigentlich Ihrer Wahrnehmung nach nur mitgekriegt haben, dass Sebastian Kurz einen einzigen Externen um Rat gefragt habe, und das sei Wolfgang Schüssel gewesen. Ja. Also der ehemalige ÖVP-Bundeskanzler, der auch mit Schwarz-Blau regiert hatte. Ja. Wie erklären Sie sich das, dass genau Wolfgang Schüssel gefragt hat? Ja, also für mich fällt Wolfgang Schüssel nicht unter die Kategorie der Altvorderen, sondern das ist einer, der für die ÖVP auch schon Wahlen gewonnen hat und das auch mit einem deutlichen Abstand 2002. Ja, da gab es halt einen regelmäßigen Austausch zwischen diesen Zweien, ist nicht intensiv. Und an dem Tag hat er den Wolfgang Schüssel angerufen und um eine Einschätzung gefragt. Und Wolfgang Schüssel hat ihm weder gesagt, das eine noch das andere, was er tun soll, sondern hat ihm einfach die Vor- und Nachteile aller Optionen plakativ dargelegt. Wie haben Sie das damals empfunden, Ibiza? Weil ich weiß natürlich, damals gab es so, Sie beschreiben das ja auch, in der Partei gab es durchaus eine Spaltung zwischen jenen, die für Ende der Koalition und jenen, die für Weitergehen waren. Der ganze Ibiza-Tag oder diese zwei Tage waren weil ihr habt die erste Warnung, weil die Leute kennen das Buch noch nicht und kennen auch die Hintergründe noch nicht so, ihr habt die erste Warnung bereits am Donnerstag bekommen, also einen Tag bevor das Video dann von Spiegel und
Süddeutscher veröffentlicht wurde. Ja, Warnung im Sinne von, dass irgendwas kommt, aber man hat selbst nicht genau gewusst, was es sein wird. Also wir haben gleich wie alle anderen Österreicherinnen und Österreicher an diesem besagten Freitag um 18 Uhr im Kanzleramt des Laptop aufgeklappt gehabt im Kanzlerbüro und haben uns das durchgelesen und wurden dann das erste Mal so mit der vollen Wucht und angeschaut, nehme ich an, so wie wir alle. Und angeschaut, ja. Es waren dann insofern interessante Tage, weil man hat auch gesehen, wie schnell sich das Mediengeschäft entwickelt hat und es wird immer sofort nach Reaktionen und so weiter gewartet der Strache war erst 4 Stunden zurückgetreten, gab es schon Meldungen, kurz zaudert. Wir haben uns angeschaut, wenn wir jetzt 17 Jahre zurückgehen, 2002, Knittelfeld war am 7. September und Wolfgang Schüssel hat 3 Tage später am 10. die Koalition aufgekündigt. Und das war halt zu einer Zeit, wo es schon Homepages gab, aber der Privat-TV, glaube ich, war noch in Spurenelementen vorhanden, über Facebook, Twitter, so, soziale Netzwerke und Push-Meldungen und so, wie wir es jetzt kennen. Das hat es ja alles damals nicht gegeben. Und da sieht man auch, wie schnell sich der Medienkonsum und durch die Digitalisierung sich dieses ganze Geschäft entwickelt hat. Und die Entscheidungen sind dann so getroffen worden, wie wir alle wissen. Mhm. Ja. Beim Sebastian Kurz hat man den Eindruck, wenn er Interviews zu dieser Zeit gibt, dass er es bedauert, dass er die Koalition damals aufgekündigt hat. Stimmt das? Und sehen Sie das auch so? Ja, jetzt mit einer gewissen zeitlichen Distanz sieht man wahrscheinlich viele Dinge ein bisschen anders, aber man muss sich in die damalige Zeit versetzen in diesem Tag. Also man wusste, es gibt 7 Minuten, die jetzt öffentlich wurden und gleichzeitig dramatisch gewirkt haben, keine Frage. Und dann gab es aber noch dieses Gerücht, dass es 7 Stunden mit Bildmaterial gibt. So, was machen wir jetzt? War das jetzt nur die Einleitung zur großen Medienfestspiele und da wird häppchenweise werden irgendwelche Videos noch veröffentlicht? Oder war es das jetzt? Und ja, man hat sich dann entschieden, in die Neuwahl zu gehen. Und vor allem, man muss dazu sagen, das beschreiben Sie ja eh, erste Reaktion war, das wird schon wieder ein Einzelfall sein. Damals war ja eine Phase, wo permanent neue, quasi rechtsextrem anstreifende Einzelfälle von FPÖ-Politikern bekannt wurde. Und die Koalition war eh nicht mehr so stabil, wie sie nach außen gewirkt hatte. Herr Frischmann, Sie beschreiben in diesem Buch auch Szenen, dass es Ihnen sehr, sehr schlecht ging eine Zeit lang. Eben, Sie waren vom Pressesprecher des Bundeskanzlers, da waren Sie ja in einer Schlüsselposition. In Ihrem Buch beschreiben Sie ja von Corona bis sämtliche wichtige Entscheidungen, die Sie miterlebt haben. Und dann ist man plötzlich Beschuldigter. Und da schreiben Sie auch, dass eigentlich nur 2 Ihrer direkten Kollegen, also Pressesprecherkollegen, bis heute sehr loyal waren. Ich fasse es jetzt in meinen Worten zusammen, jener aus Niederösterreich und jener aus Tirol. Mhm. Hat Ihnen das die ganze Situation erschwert? Es waren ja nicht nur Pressesprecher, sondern so im Mitarbeiterzirkel generell gemeint. Mhm. Möchte aber jetzt auch nicht so urteilen, dass andere Bundesländer da eine andere Rolle eingenommen oder eine negativere Rolle eingenommen hätten. Aber einen beschreibe ich, ja. Das hat wirklich damals bitter gewirkt. Aber es ist ja auch so, man schaut, wer sucht noch den Kontakt, wer ist noch, mit wem kann man noch reden. Und ich habe das bis heute eben die Erfahrung gemacht, dass es eben aus meinem Heimatbundesland war und auch von Kollegen aus Niederösterreich. Es gab natürlich persönliche Enttäuschungen, aber für mich war wichtig, dass die Familie da war, uneingeschränkt, also auch kompromisslos und auch jene Freunde, die mich seit Kindheitstagen kennen und da war ich gut eingebettet, aber insgesamt war es natürlich eine schwierige Phase, wo ich wirklich Monate gebraucht habe, um irgendwie wieder in die Gänge zu kommen. Mhm. Also Sie sind in einen richtigen Blues verfallen, um das quasi genau so zu sagen. Ja. Mhm.
Sie beschreiben das ja auch relativ offen in Ihrem Buch. Wie hat sich denn da das Verhältnis zu Sebastian Kurz verändert? Sie beschreiben das ja auch, ich weiß das natürlich auch als politische Journalistin und Beobachterin. Sie waren ja davor eben im Finanzministerium, da haben Sie auch zeitgleich mit Thomas Schmidt im Finanzministerium gearbeitet. Sind dann im Wahlkampf 2017 in das Team von Sebastian Kurz gekommen und dann eben Kanzlersprecher. Hat sich durch diese ganze Razzien, die bei Ihnen stattgefunden haben, aber nicht bei Sebastian Kurz, Ihr Verhältnis verändert? Es ist eigentlich unverändert, aber es ist doch sogar noch ein bisschen intensiver geworden. Also das Interessante ist ja, ich wollte 2017 aus diesem politischen Zirkel aussteigen. Ich wollte zurück zu meiner Familie nach Deutschland. Ihre Frau und die Kinder leben in Deutschland. Genau, ja. Mhm. Und das war wirklich sehr immer herausfordernd, wöchentlich hin und her zu fliegen, die ganze Woche nicht zu Hause, am Wochenende dann auch immer nur so bei halber Sache. Mhm. Und wollte aussteigen und zu dem Zeitpunkt habe ich mit Sebastian Kurz nichts zu tun gehabt, praktisch nichts. Man ist sich ja mal bei der einen oder anderen Veranstaltung begegnet. Dann war die Phase der engen Zusammenarbeit, wo man auch Woche für Woche oder Monat für Monat ist es auch immer intensiver geworden. Und dann eben durch dieses Ende ist das Verhältnis eigentlich dann noch deshalb, also so in der Hinsicht intensiver geworden, dass man auch mehr Zeit hatte zum Reden, auch mehr Zeit hatte mal sowas zu unternehmen, für das vorher überhaupt keine Zeit war. Nee, die Zeit da war. Ja, klar. Im Nachhinein bedauern Sie es, dass Sie 2017 nicht nach Deutschland gegangen sind, also aus der Politik rausgegangen sind? Aus familiärer Sicht selbstverständlich. Diese Jahre bekomme ich nie mehr zurück. Aber was das Berufliche betrifft, ja, es gibt viel Kritik an dieser Zeit. Manche ist berechtigt, manche, glaube ich, ist nicht berechtigt. Aber ich bin schon ein Stück weit auch stolz darauf, dass ich dazu habe können, einen Beitrag leisten, dass wir in einer Regierung gearbeitet haben, wo eigentlich der Außenauftritt funktioniert hat. Die Regierung hatte höchstes Vertrauen in der Bevölkerung. Das wird heute immer vergessen. Diese Regierung hat damals gute Arbeit geleistet, hat früh geendet. Dann kam eine neue Regierungsform, hat man es nochmal versucht und ist natürlich mit Corona auch einiges dann durcheinander gekommen. Bevor wir auf das kommen, zum Ende, was Sie jetzt machen und warum Sie wieder in der Nähe von Sebastian Kurz sind, kann ich natürlich nicht auskommen, ohne die berühmte Message Control anzusprechen. Das ist ja etwas, das extrem kritisiert wurde und wird aus dieser Zeit. Sie waren einer der Kommunikationsverantwortlichen, also Teil dieser Message Control. Jetzt verstehe ich schon, dass es für einen Pressesprecher, einen Kommunikationsverantwortlichen immer von Vorteil ist, egal in welcher Partei oder in welchem Betrieb er ist, wenn er die Kommunikation steuern kann. Aber war es nicht zu viel des Guten? Ich gehe auch ein bisschen im Buch darauf ein, dass selbst damals die Rückmeldungen aus Journalistenkreisen waren, hier geht es ein bisschen runter vom Gas, da kommt man nicht mehr mit. Ich versuche es auch zu oder erklären. Oder das ist too much einfach auch. Too much? Ja. Also wenn Medien mich anrufen und Informationen haben wollen, dann ist natürlich so, dass man seinen Job machen will. Und es ist das Problem oder die Herausforderung, wir sind in einem Hamsterrad drinnen, Medien, Politik, das ist eine Spirale und keiner will aus dieser Spirale raus. Also das klassische Mediengeschäft von früher gibt es einfach nicht mehr. Heute gibt es Push-Meldungen und Live-Übertragungen und es wird getwittert, es wird in Echtzeit, werden Nachrichten produziert, was es früher nicht gab. Und da kann die Politik zum Teil gar nicht mithalten, weil hinter jeder Ankündigung oder Entscheidung stehen ja Entscheidungsprozesse dahinter und man wird da ja auch ein Stück weit auch ein Getriebener, weil man will, es ist ja auch aus der Sicht der Medien der Kampf um die schnellste Schlagzeile, man will Klicks, Klicks, Klicks und aus der Sicht der Politik ist ja genau das Gleiche, die wollen halt auch gut dastehen, wollen schnell dastehen und immer in der ersten Reihe mit dabei sein. Und ja, wir haben versucht, das zu professionalisieren, eben aus der Erfahrung, aus der negativen, aus der Zeit der Großen Koalition. Und dafür möchte ich mir jetzt nicht entschuldigen, dass wir versucht haben, professionell zu arbeiten. Dass man manchmal übertrieben hat, ja, das glaube ich, wird auch stimmen. Mhm.
Sie sind jetzt selbstständig, gleichzeitig sind Sie aber auch wieder in einer Bürogemeinschaft mit Sebastian Kurz. Das ist etwas, das ja einige Ihrer ehemaligen Kollegen und Sie gemeinsam haben oder auch ehemalige Minister und Sie gemeinsam haben. Ja. Wieso hat das Sie alle zurückgezogen, abgesehen davon, dass die Lage sehr schön ist, das Büro ist gleich beim Stadtpark? Ja, weil sich die Akteure untereinander gut verstehen. Aber es ist eine Bürogemeinschaft. Jeder verfolgt dort seine eigenen Geschäfte Ziele. Und geht seinem Business nach. Manchmal steht man morgens zusammen und quatscht und trinkt dann Kaffee zusammen. Manchmal sitze ich alleine im Büro, weil alle unterwegs sind. Manchmal bin ich wieder in Deutschland und andere sind hier. Es ist ein Kommen und ein Gehen. Ja, aber wir fühlen uns recht wohl zusammen. Und ganz zum Schluss, Sie wissen, heute ist offiziell beschlossen worden, dass Regierungsverhandlungen aufgenommen werden zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS. Ihre persönliche Meinung dazu, aber auch als jemand, der den Politikbetrieb von innen kennt, ist das eine gute Idee, diese Koalition oder nicht? Natürlich verfolgt man die aktuellen Verhandlungen interessiert mit. Also diesen politischen Virus wird man ja nicht los, das gebe ich auch offen zu. Aber ich möchte mich nicht unter jenen Kreisen einreihen, die jetzt da beginnen, von außen zu kommentieren. Ich glaube, da gibt es genügend, auch wieder Altvordere in der ÖVP, die sich gerne selbst in den Zeitungen lesen, sich sehr gerne im TV sehen oder über sich lesen. Ich werde das bestimmt nicht machen, vor allem, weil es arbeiten eine Reihe von ehemaligen Arbeitskollegen nach wie vor im Kanzleramt und im Ministerium. Und es wäre höchst unkollegial, wenn ich jetzt hier bei Ihnen irgendwas denen ausrichten würde, kritisieren oder sonst was. Das mache ich nicht. Da bin ich nicht dabei. Gut, danke Johannes Frischmann. Ich sage es noch einmal, das ist das neue Buch von Johannes Frischmann. Macht und Ohnmacht im Kanzleramt ist jetzt im Verkauf. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.